Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting. Der Heilige Geist und seine Führung. Hello and wonderful good morning. Welcome to the meeting, the Holy Spirit and His guidance. Ich freue mich wieder, heute hier mit euch im Meeting zu sein. I'm happy to be here with you again today in this meeting. Heute nehmen wir folgende Sätze durch. Today we will go through the following sentences. Ein Kurs in Wundern, erschienen im Greuthof Verlag. A Course in Miracles, published by Greuthof Verlag. Herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. Released by the Foundation for Inner Peace. Erschienen im Greuthof Verlag. Published by Greuthof Verlag. Kapitel 15, der heilige Augenblick. Chapter 15, The Holy Instant. Römisch 5, der heilige Augenblick und die besonderen Beziehungen. Roman 5, The Holy Instant and Special Relationships. Absatz 10. Paragraph 10. Sätze 9 und 10. Sentences 9 and 10. Wie immer machen wir jetzt eine kleine Verbindungsübung. Wir schließen die Augen. Like always, we do a little connecting exercise and for this we close our eyes. Wir verbinden uns jetzt gemeinsam im Geist. And we connect in spirit. Fühl dich nach innen ein. Feel within. Und lass zu, dass du dich entspannst. And allow relaxation to happen. Und jetzt machen wir die Einladung an den Heiligen Geist. And now we invite the Holy Spirit. Lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Let me step back and let him lead the way. Und wir lassen den Körper leer werden und einen Zeitabschnitt unbesetzt. And we let the body become empty and leave a moment in time unoccupied. So dass Gott leicht eintreten kann. So that God can enter easily. Dann öffnen wir jetzt wieder die Augen. And we open our eyes again. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. I'm happy that you are here. Und ja, vielleicht kannst du schon fühlen im Herz, dass eine leichte, ein leichtes Gefühl von Liebe in deinem Herzen da ist. And maybe you already can feel in your heart that there's a soft and gentle feeling of love. Jetzt kommen wir hier bei uns erstmal zur Feedback-Runde. And now we come to the feedback round. Nihira, wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick? Nihira, how do you feel right now in this moment? Für mich gut und friedlich. I feel good and peaceful. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds with you and your feedback. Kommen wir noch zu meinem Feedback. And we come to my feedback. Es geht mir gut, ich bin dankbar und im Frieden. I feel good, grateful and at peace. Ja, und ich fühle so ein liebevolles Gefühl
in mir, in meinem Herzen. And I feel a feeling of love in my heart. Auch ein kleiner Hinweis, das Video wird parallel aufgezeichnet. Also ich mache jetzt auch ein Zoom parallel hier mit der Nihira. Und wir laden es im Anschluss auch auf YouTube hoch. This video is also on Zoom in the same time and it will be uploaded on YouTube. Und du kannst es dir natürlich auf YouTube dann auch noch einmal anschauen, wenn du magst. And of course, if you like, you can watch it again on YouTube. Okay, dann fangen wir jetzt an mit der Vorlesung. Then let's start with the reading. Und du kannst vom Verstehen wollen, als es haben wollen, loslassen. And you can let go of the wanting to understand as the wanting to have. Und die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen, indem du dich hingibst. And let the knowledge dawn within you by surrendering. Satz 9. Sentence 9. Diejenigen, die in Christus verbunden sind, sind in keiner Weise getrennt. Those who are joined in Christ are in no way separate. Satz 10. Sentence 10. Denn Christus ist das Selbst, das die Sohnschaft teilt, wie Gott sein Selbst mit Christus teilt. For Christ is the self the sonship shares, as God shares his self with Christ. Das waren schon die Sätze, die wir heute durchnehmen und erklären wollen. Und jetzt fühlen wir uns nochmal ein. Those were the sentences we want to explain today and we want to feel within another time once more. Und lassen die Sätze im Geist ausgedehnt werden. And we let those sentences be extended in the mind. Fühlen wir uns nochmal ein. We feel within. Ja, dann kommen wir jetzt zur Erklärung von diesen Sätzen. Now we come to the explanation of those sentences. Satz 9. Sentence 9. Diejenigen, die in Christus verbunden sind. Those who are joined in Christ sind in keiner Weise getrennt. Are in no way separate. Ja, was bedeutet das jetzt? Was können wir damit anfangen? In Christus verbunden. So what does it mean? What does it tell us to be joined in Christ? Heißt das jetzt, alle, die in einer anderen Glaubensrichtung verbunden sind, sind nicht in Christus verbunden und deswegen nicht verbunden? Does this mean that all others being in some other direction of belief system, they are not joined in Christ? Oder überhaupt nicht geistig verbunden? Or not connected spiritually at all? Nein, das bedeutet es nicht. No, this it doesn't mean this. Wir können hier das Wort Christus erst einmal neutral betrachten.
this word Christ, we can first look at it in a neutral way. Wir können uns das einfach Geist, wir können einfach Geist an der Stelle sagen, geistig verbunden. We can simply say spirit, to be spiritually connected. Alle Menschen, alle Nationen, alle Glaubensrichtungen sind in einem einzigen Geist verbunden. All people, all nations are of all belief systems, they are all connected spiritually in one. In einem einzigen Geist. Spiritually connected in one spirit. Im Geist Gottes. In the spirit of God. Es ist vollkommen egal, wie der Gott in verschiedenen Glaubensrichtungen jetzt genannt wird. Es ist immer ein und derselbe Gott. And no matter how this God in these different directions or belief systems is called, what's the name of this God, it's always about this one and only God. Es ist ja der Gott der Liebe. It is the God of love. Und das bedeutet, in dem Moment, in dem du jetzt Liebe in dir erfährst, and this means in this moment where you are experiencing love, in dem Moment weißt du, dass es genau das ist. In this moment, you know that it is exactly this. Namen und Symbole sind jetzt vollkommen uninteressant. Names and symbols, they are in this moment completely uninteresting. Das Einzige, was jetzt wichtig ist und eine Rolle spielt, ist die Liebe in deinem Geist. The only thing what is really interesting and important is the love in your mind. Also, kannst du jetzt Liebe in deinem Geist fühlen, ja oder nein? So can you now feel spiritually love, yes or no? Wenn du jetzt einen Moment Hass fühlst oder Abneigung oder Ablehnung, if you now in this moment feel hate or resistance, dann liegt es an der Abwehr, an dem Abwehrsystem des Ego-Denksystems. Then this is because of the defense mechanism of the ego thought system. Dann muss einfach nur das Ego-Denksystem im Geist aufgehoben werden. Then simply the defense of the ego thought system has to be undone in spirit. Okay, wie geht das jetzt? Wie können wir das machen? And how does it work? How can we do this? Das ist ganz einfach. Wir lassen den Heiligen Geist das für uns erledigen. This is very simple. We let the Holy Spirit do this for us. Du kannst jetzt den Satz, den ich jetzt sage, auch aufschreiben und zu Hause ausprobieren oder auf der Arbeit ausprobieren oder immer auf da, wo du gerade bist. So the sentence I'm going to say now, you can, for instance, write it down and you can say the sentence wherever you are, at home, at your work, in any situation. Wir machen jetzt diese Übung einfach gemeinsam. Wir schließen die Augen. We are going to do this exercise together. We close our eyes. Und sagen folgenden Satz. Du sprichst mir einfach nach. And we say the following sentence. You can just repeat it after me. Heiliger Geist, ich bitte darum,
Holy Spirit, I bid you, dass du mich jetzt vollkommen durchleuchtest, that you completely shine through me, sodass mein Ego vollkommen hinweggeleuchtet ist. So that my ego is completely shone away. Öffnen wir wieder die Augen. We open our eyes again. Jetzt fühl dich ein, ob du Frieden in dir verspürst. And now feel within if you feel peace. Oder ob immer noch viele Gedanken in deinem Geist sind oder ob Stille da ist. Or if there's too many thoughts in your mind, or if there's stillness. Ja, wenn da jetzt einfach Stille ist in deinem Geist. And if there's only stillness in your mind. Hättest du das mit dem Ego hingekriegt? Would you have managed with the ego? Nein, natürlich nicht. Das kann nur der Heilige Geist für dich so einrichten. No, of course not. This is only the Holy Spirit capable to do this. Was ist das eigentliche, wirkliche Wunder, worum es geht? And this is the actual miracle, what it is about. Das ist jetzt deine Funktion. This is your function now. Immer wenn du deine Funktion erfüllst, hast du auch Frieden. Always when you fulfill your function, then you are at peace. Du hast eine Funktion im Himmel und eine Funktion auf der Erde. You have a function, one function in heaven and one on earth. Im Himmel ist deine Funktion nur die Ausdehnung. In heaven, your function is simply and only extension. Und auf der Erde ist deine Funktion, Erlöser unter den Erlösern zu sein. And on earth, your function is to be a savior among the saviors. Das heißt also, nimm deinen Platz unter den Erlösern der Welt ein. It is said like this. Take your place among the saviors in the world. Wer sind die Erlöser in der Welt? And who are the saviors of the world? Sind es ein Paar, ist es eine Handvoll oder sind es tausend? Are they a few, just a handful or a thousand? Es sind einfach alle. Simply, it's everybody, it's all of Du, everybody. ich, einfach jeder. You, me, simply everybody. Warum ist das so, dass jeder der Erlöser der Welt ist? Why is it so that everybody is the savior of the world? Weil der Sohn Gottes eins ist. Because the Son of God is one. Das ist ja nur ein Traum. This is nothing but a dream. Also zu sehen, dass viele Traumfiguren da sind und du eine Traumfigur davon bist und dich selbst als eine Traumfigur wähnst, ist der Traum des Egos. Also der Traum des Sohnes Gottes. Kannst du es nochmal in Abschnitten sagen? Zu sehen. To see. Dass du
that you eine Traumfigur bist, are a dream figure unter Traumfiguren, among dream figures ist der Traum des Sohnes Gottes. is the dream of the Son of God. Dieser Traum wird vom Traum, den der Heilige Geist hinzufügt, abgelöst. This dream is being exchanged by the dream the Holy Spirit is adding. Der Heilige Geist gibt einen glücklichen Traum im Austausch dafür. The Holy Spirit is giving in exchange the happy dream. Also, wir wissen, dass der Traum, den wir im Ego-Denksystem haben, ein, sagen wir, schlechter Traum ist, ein Albtraum. So we know that the dream in the ego thought system is a bad dream, a nightmare. Den willst du, will ich, wollen wir, will der Sohn Gottes nicht mehr träumen. And this one, we, the Son of God, me, you, we don't want to dream it any longer. Wir wollen den glücklichen Traum, den der Heilige Geist uns im Austausch dafür gibt, träumen. We want to dream the one dream the Holy Spirit is giving to us in exchange. Vielleicht sagst du jetzt an dieser Stelle, ich will überhaupt nicht träumen, ich will erwachen. Maybe at this point you are going to say, well, I don't want to dream at all, I want to wake up. Da gebe ich dir vollkommen recht, das wollen wir wirklich, das will der Sohn Gottes wirklich. I'm completely with you, you are right, this is what we really want. This is what the Son of God really wants. Jedoch brauchen wir ein sanftes Erwachen. But we need a soft awakening. Wir brauchen ein glückliches Erwachen. And we need to wake up in a happy way. Dadurch ist der glückliche Traum gegeben. Oder deswegen ist der glückliche Traum and gegeben. Therefore the happy dream has been given. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Satz. Let's come to the next sentence. Also der letzte Satz, den wir heute durchnehmen. Last sentence we are going through for today. Früher am Anfang, als ich mit dem Textbuchstudium hier im Internet angefangen habe, das ist ein, zwei Jahre her. So for 1 or 2 years when I started here to do the textbook. Haben wir zwei komplette Absätze in einem Meeting durchgenommen. We went through 2 complete paragraphs in 1 meeting. Und ich dachte, ja, das ist wenig. And I thought at the time, this is little, this is not a lot. Heute nehmen wir pro Tag und wir hoffen, dass wir jeden Tag erscheinen. Hallo?